Du hast Jens Kröger angesprochen. Er ist uns aus Neuseeland zugeschaltet, ganz ressourcensparend und emissionssparend. Und er wird uns seine Gedanken zum Thema nachhaltige IT, oh Jens, du bist schon da, hallo, zum Thema nachhaltige IT mitgeben. Jens Kröger ist Senior Researcher im Institutsbereich Produkte und Stoffströme und das Thema seines Inputs lautet Informationstechnik als materielle Basis der Digitalisierung. Jens, das ist komisch, dich so zu sehen, deswegen gehe ich mal wieder von der Bühne runter. Ja, vielen Dank, Mandy. Die Frage ist gleich, bin ich denn überhaupt zu hören? Also zu sehen scheine ich zu sein. Mandy, kannst du mir noch mal eine Rückmeldung geben, dass du mich auch hören kannst? Wir hören dich gut, danke. Sehr gut. Ja, also ich bin aus Neuseeland zugeschaltet, das ist richtig. Nicht zuletzt deshalb, um zu zeigen, dass Digitalisierung durchaus ihre Vorteile auch hat. Ein Flug nach Berlin hätte mich 12 Tonnen CO2-Emissionen gekostet, während diese Videoschaltung nur 100 Gramm CO2-Emissionen verursacht. Es lohnt sich in bestimmten Bereichen also durchaus, digitale Techniken zu nutzen und dadurch Einsparpotenziale zu entfalten. Ich habe eine Präsentation oder vielmehr eine kleine Bilderschau vorbereitet, mit der ich Sie durch das Thema materielle Grundlage der Digitalisierung führen möchte. Das heißt, ich möchte Ihnen zeigen, was hinter der Digitalisierung tatsächlich an physischer Grundlage steckt. Und ich würde anfangen mit dieser Folie der Digitalisierung, wie wir sie so allgemein empfinden, als glatte Oberfläche, als optimierte Geschäftsprozesse, an neue Dienstleistungen, an künstliche Intelligenz, die uns hilft. Und letztlich verbirgt sich diese Digitalisierung hinter einer glatten Oberfläche, die wenig haptisch ist und die sich auch sehr schön in so einem Begriff wie Cloud Computing manifestiert. Das heißt, das Rechnen findet irgendwo in der Cloud statt, in den Wolken und hat letztlich nichts mit der umgebenden Umwelt zu tun. Das Gegenteil ist natürlich der Fall. Wir wissen alle, Digitalisierung hat auch bestimmte physikalische Geräte zumindest, die wir brauchen, die Endgeräte, die wir selber in den Händen halten, Laptops, Smartphones und so weiter. Der zweite Bereich sind Datennetzwerke, das heißt die Daten, über die wir an Rechenzentren unsere Videodaten, unsere Audiodaten, aber eben alle möglichen anderen Daten, über die jetzt auch schon gerade gesprochen wurde, einmal schicken. Und drittens der Bereich der Rechenzentren, also große Hallen gefüllt mit Hochleistungscomputern, sogenannten Servern, die unsere Daten verarbeiten und dann auch wieder an uns zurückschicken. Ich möchte in diese drei Bereiche, Endgeräte, Netzwerke und Rechenzentren, noch ein bisschen genauer reinschauen, indem ich bei dem Laptop als Beispiel starte. Wir haben eine Studie für das Umweltbundesamt durchgeführt, wo wir eine Ökobilanz zu Arbeitsplatzcomputern gemacht haben. Und dort haben wir festgestellt, dass die Herstellung eines Laptops, also dieses kleinen Kastens mit 2 Kilogramm vielleicht, dass dieser Kasten 250 Kilogramm CO2-Emissionen in der Herstellung verursacht. In der Nutzungsphase verursacht ein Laptop dagegen nur 25 Kilogramm, also gerade mal ein Zehntel davon, woran wir erkennen können, dass hier tatsächlich die Emissionen, die CO2-Emissionen im Herstellungsprozess vor allen Dingen stecken und gar nicht so sehr in der Nutzungsphase und wir letztlich auch mit Effizienzmaßnahmen nicht besonders weiterkommen. Wenn wir nämlich diesen Laptop zum Beispiel 100% effizienter machen, das heißt, wir schaffen es im Jahr 12,5 Kilogramm CO2-Emissionen einzusparen, dann müssten wir diesen Laptop 20 Jahre lang betreiben, um überhaupt erstmal den Herstellungsaufwand wieder wettzumachen. Das heißt, erst ab dem 21. Jahr würden wir an der Stelle anfangen, CO2-Emissionen einzusparen. Tatsächlich nutzen wir Laptops nur 3 bis 5 Jahre. Das heißt, wir erreichen diesen Break-Even-Point gar nie. Das heißt, informationstechnische Geräte herzustellen, hat einen großen ökologischen Rucksack, den wir in dem Zusammenhang eben mit bedenken müssen. Nächster Punkt, Datennetzwerke.
Ich habe eine Folie mitgebracht von der Bundesnetzagentur, die beschreibt das Datenvolumen, was wir über das deutsche Breitbandnetz, also das kabelgebundene Internet, schicken. Das hat begonnen mit 6 Milliarden Gigabyte im Jahr 2011 und wir sind im Jahr 2018 bei 45 Milliarden Gigabyte, das ist etwa eine Versiebenfachung. Interessant, dass dieses Datenvolumen sich jedes Jahr oder alle 2 Jahre verdoppelt in etwa und an der Stelle auch kein Ende absehbar ist. Der individuelle, also pro Nutzer, ist das Datenvolumen von 200 auf 1300 Gigabyte pro Jahr gestiegen. Würden wir das umrechnen, diese 1300 Gigabyte in DVDs, so würde jeder Nutzer 280 DVDs pro Jahr übertragen. Und wie gesagt, ein Ende dieses Wachstums ist nicht absehbar, weil eben auch noch sehr viele Geschäftsmodelle erschlossen werden können. Also Videostreaming ist eins davon, aber natürlich auch Überwachung des öffentlichen Raums oder Video hier. Sprachassistent ist ja gerade dazu gekommen. Das heißt, dass ich meine kompletten Sprachinformationen aus der Wohnung erstmal ins Rechenzentrum schicke, dort verarbeite, erzeuge ich eben sehr viele Daten zusätzlich im Netzwerk. Und es wird mit Sicherheit noch deutlich weiter steigen. Irgendwo müssen diese ganzen Daten auch verarbeitet werden und das ist in Rechenzentren der Fall. Der Energiebedarf in Rechenzentren in Deutschland ist gestiegen. Er steigt etwa jedes Jahr um 3% von 10 Terawattstunden auf 13 Terawattstunden. Derzeit ist es so mit den 13 Terawattstunden, dass der Strombedarf in Rechenzentren etwa 2,5% des inländischen Stromverbrauchs ausmacht. Oder bezogen auf die Recheneinheit Haushalte sind es 4,4 Millionen Haushalte, die mit dem Strom versorgt werden könnten, der in Rechenzentren verbraucht wird. Schaut mir jetzt die globale Perspektive an. So ist es so, dass vorausgesagt wird, dass Rechenzentren im Jahr 2030 etwa 7% des weltweiten Stromverbrauchs ausmachen werden. Und zusammen mit dem Stromverbrauch, der in Netzwerken und an Endgeräten stattfindet, wird der Stromverbrauch im Jahr 2030 zwischen 20% und 30% des weltweiten Stromverbrauchs liegen. Das heißt, Informationstechnik wird zu einer echten Größe, die für die auch entsprechend Kraftwerke gebaut werden müssen und die einen entsprechenden Einfluss an den CO2-Emissionen der jeweiligen Länder haben. Ich habe jetzt sehr viel über Energieverbrauch und CO2-Emissionen gesprochen, worüber ich noch gar nicht gesprochen habe, was natürlich zur physikalischen Grundlage von Informationstechnik dazu gehört, ist, dass die Geräte tatsächlich auch sehr viele Rohstoffe haben, die erstmal gewonnen werden müssen und teilweise unter bedenklichen Bedingungen gewonnen werden, wie zum Beispiel hier in dieser Kobaltmine in Katanga im Südosten der Demokratischen Republik Kongo. Außerdem ist es so, dass die Geräte nach relativ kurzer Lebensdauer dann doch wieder auf dem Elektroschrott landen. Und Elektroschrott ist eine Mischung, wo zum einen wertvolle Stoffe drin sind, also meinetwegen sowas wie Gold oder diese seltenen Erden, die da drin verbaut sind, auf der anderen Seite aber Schadstoffe und Stoffe, die überhaupt nicht wiedergewonnen werden können. Und dadurch haben wir sehr bald auch ein sehr großes Elektroschrottproblem. Bereits jetzt ist es so, dass pro Bundesbürger 23 Kilogramm Elektroschrott im Jahr erzeugt werden. Und leider ist es auch so, dass dieser Schrott nicht immer bei uns recycelt oder verbrannt wird, sondern ein gewisser Teil dieses Schrotts wird auch exportiert. Wie hier auf diesem Elektroschrott-Umschlagplatz in Akbokbloshi in Ghana, wo praktisch die Geräte notdürftig ausgeschlachtet werden, die wichtigsten Teile entnommen werden. Und so wie in dieser Recyclingfabrik, wo Blei eingeschmolzen wird und wieder auf den Weltmarkt zurückgegeben wird, unter entsprechend verheerenden Bedingungen recycelt wird, als Gesundheitsbelastung für die Mitarbeitenden, aber auch für die Bevölkerung außenrum. Das war also mein schneller Rundumblick zum Thema, was steckt eigentlich hinter der Digitalisierung als physikalische Grundlage. Zu all den Themen arbeiten wir tatsächlich am Öko-Institut und das schon seit einer ganzen Weile. Ich möchte jetzt noch mal festhalten, dass die Digitalisierung also sehr wohl eine physikalische Grundlage hat und derzeit ist sie noch nicht nachhaltig.
Der Zubau an Informationstechnik, Infrastruktur erfolgt in einem rasanten Tempo. Und bisher ist es tatsächlich so, dass es im ökologischen Blindflug erfolgt. Das heißt, wir wissen einfach viel zu wenig über die ökologischen Auswirkungen, wie viele es wirklich sind. Und deshalb müssen praktisch politische Rahmenbedingungen dafür sorgen, dass die Digitalisierung in nachhaltige Bahnen gelenkt werden. Da ist zum einen mehr strategische Planung, also lieber strategische Planung als ökologischer Blindflug und sowas wie ökologische Begleitforschung. Es wird beispielsweise 4 Milliarden für den Breitbandausbau ausgegeben, ohne dass sich jemand Gedanken darüber gemacht hat, welche Option eigentlich die ressourcenschonendste, die zukunftsfähigste wäre. Es braucht gesetzliche Mindestanforderungen für die Effizienz von Rechenzentren beispielsweise, für Informationstechnik. Es braucht mehr Ökodesign für Informationstechnik und es braucht eine Erweiterung der Herstellerverantwortung. Das heißt, sozialverträgliche Produktion, Entsorgung und Recycling dieser Geräte muss tatsächlich stattfinden. Und da sehe ich insbesondere die Hersteller in der Verantwortung. Ich möchte meine kleine Bilderschau hier beenden mit einem Impuls oder mit einer Fragestellung hier in die Runde. Was können wir dazu beitragen, die Digitalisierung umwelt- und sozialverträglicher zu gestalten? Wir als Wissenschaft, als Zivilgesellschaft, als Unternehmen, als Softwareentwickler, als Verbraucher und Umweltverbände oder als Politik, was können wir dazu beitragen? Und ich denke auch, dass das eine Frage ist, die uns diese Tagung hier begleiten wird und an der wir letztlich heute noch weiter diskutieren können. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt komme ich wieder. Ja. So, stoppen.